In diesem mit dramatischer Musik unterlegten Video haben Zoll und Polizei erst vor wenigen Tagen die Sicherstellung einer neuen Rekordmenge von Kokain aus Südamerika präsentiert. Marktwert mehr als 2,5 Milliarden Euro. Der größte Teil des Kokains wurde hier beschlagnahmt, im Hamburger Hafen. Bei den enormen Summen sieht auch das Bundeskriminalamt die grundsätzliche Gefahr, dass Kartelle versuchen könnten, sich die sichergestellte Ware zurückzuholen. Hierzu gibt es bereits einen sehr spektakulären Fall aus Belgien. Dort haben Täter versucht, sichergestelltes Rauschgift vom Zoll zurückzubekommen. Hier gab es auch massive Bedrohungen der Beamtinnen und Beamten. In Belgien ist der Drogenkrieg voll entbrannt. Regelmäßig kommt es zu Anschlägen und Schießereien. Nach internen Dokumenten belgischer Ermittler, die dem NDR und WDR vorliegen, soll eine Tätergruppe aus Frankreich offenbar konkrete Pläne haben, eine halbe Tonne vom Hamburger Zoll sichergestelltes Kokain wieder in ihren Besitz zu nehmen. Ein neuralgischer Punkt: die Containerprüfanlage im Hamburger Hafen. Auch diese sollen den Recherchen zufolge die Banden in den Blick genommen haben. Der Zoll ist hier offenbar in aller Regel unbewaffnet. Kommt es zu einem Fund, müssen schwer bewaffnete Kräfte erst hinzugezogen werden. Die Zollgewerkschaft klagt, für den Abtransport und die Sicherung der Drogenfunde fehle die geeignete Ausrüstung. Sichere Fahrzeuge, also gepanzerte Fahrzeuge, wir brauchen einen anderen Schutz, wir brauchen im Zweifelsfall Helme, wir brauchen Maschinenpistolen, also wir brauchen all das, was man für eine vernünftige Sicherungs- und Schutzaufgabe braucht. Für den Zoll zuständig ist Finanzminister Lindner. Er erklärte vor ein paar Tagen auf der Plattform X, er werde dafür Sorge tragen, dass der Zoll die Sach- und Personalausstattung erhält, die er benötigt. Nun bestätigt der NDR und WDR, er sei mit der Generalzolldirektion in einem konstruktiven Austausch. Im Imagevideo wird das sichergestellte Kokain am Ende abtransportiert und in einer Müllverbrennungsanlage vernichtet. Die aktuelle Gesetzeslage sieht allerdings grundsätzlich vor, dass die Drogen als Beweismittel bei einem Prozess aufbewahrt werden müssen. Bis zum Ende des Verfahrens. Ein enormes Sicherheitsrisiko.